Moin Leute, der vermutlich schlechteste Brückenbauer, also ich, begrüßt euch zu einer neuen Folge von Polybridge 2. Meine Damen und Herren, wir starten mit der Map Gekreuzter Sprung, denn hier gibt es einen doppelten Monster Truck Jump. Die Map sieht nämlich richtig krass aus. So, warte mal, ich zeige euch das direkt mal. Bam, Alter, hier von links und rechts fahren die beiden Monster Trucks. Ja, also die müssen jeweils auf die andere Seite. Ah ja, okay. Wir haben hier die Straßen. Ah, die sind wieder... Das wird wieder so eine Map. Aber kein Problem. Ich bin ja exzellenter Brückenbauer. Ich glaube, der erste wird relativ einfach. Ach so, der muss danach ja auch noch weiter. Ja, aber ich glaube... So, gucken mal an. Guck mal hier, der erste. Es geht jetzt nur um den linken. Zack. Junge, was denn da passiert? Wenn ich den jetzt so ein bisschen... Ja, und hier. Weil der erste, der muss ja hier nur so geradeaus. Der kommt aber, ja... Okay. Ein Ticken kürzer. Let's go. Weil der muss ja hier... Ja. Ticken länger. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Leb deinen... Okay. Und jetzt aber. Zack. So, jetzt aber. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Oh ja! Oh, das schafft... Das war schon mal gar nicht so schlecht. Okay. Hier, danach muss er aber hier ordentlich Schwung bekommen. Oh, das hält... Oh. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Guck mal hier. Dann wippt das sogar noch so ein bisschen nach oben und nach unten. Ach so, ja, warte. Der andere wird davon eh abprallen. Ah, nee, der... Der zerstört das. Warte mal, dann werden wir aber gucken. Ah, der muss hier aber noch höher. Weil der muss ja von dem hier wieder aufgefangen werden. Guck mal, der hier muss ein bisschen höher. Weil er muss ja in den ersten Stock springen. Warum ist denn hier vorne noch so viel? Okay, aber kein Problem. So. Oh, nee, was ist denn da jetzt abgeklappt? Hopp. Ja, der hat das... Oh, guck mal da! Alter Schwede, das eine Ding, das klappt schon fast. So, warte mal, der hier muss auch noch mal... Ich weiß nicht, was ich mir bei dem gedacht habe. Hier kommt noch mal ein bisschen Stalimali hin. So, hier muss vielleicht das Ganze ein wenig, aber auch nur eine Nuance steiler. Nur eine Nuance. Okay, Sprung. Ja. Oh! Als ob. Junge, das hat gut funktioniert. Aber hier ist das noch nicht perfekt. Naja, ich pack das hier auch. Ich sichere das noch mal ein bisschen mehr. Oh. Ich glaube, ich kann hier sogar noch mal einmal so einen kleinen dran basteln. Perfekt. So. Naja, weil der zerstört das Ding. Nee, jetzt ist das nicht kaputt gegangen. Ja. So, und das Ganze wird ein bisschen elastischer gemacht. Hopp. Oh, der springt perfekt. Ja gut, der andere hat natürlich jetzt ein paar Probleme. An dem Winkel hier müssen wir noch arbeiten. Vielleicht müssen wir gucken, dass er sogar nochmal hier sogar einen ganz, ganz wilden Stunt hinlegt. Ja, guck mal hier. Ast rein. Oh ja. Let's go. Level 4. Ja, warte. Wir sind noch nicht fertig. Aber das hat perfekt funktioniert. Jetzt hier drei Dinger. Der hat halt... So viel Schwung. Zack. Oh, ah, wir sind über dem Budget. Daran habe ich jetzt... Ich dachte eigentlich, dass ich so viel Kohle habe. Vielleicht brauchen wir das nicht. Ich glaube, mit Holz wird das hier halt nicht halten. Ja, ich bin jetzt leicht über dem Budget. So, wir gucken gleich mal, dass wir abspecken. Ich will nur mal wissen, ob wir das... Nein. Das Ding hängt zu sehr durch. Okay. Ja, ich werde es einfach... Junge, ich werde es hier einfach... Hier wird geballert. Der Boy springt einfach. Wie ein junger Gott. Bam, bam. Spring einfach. Guck mal hier. Der trifft das nicht, aber der... Komm. Yeah! Let's go! Oder? Yeah! Erneut versuchen. Ah, kann ich hier irgendwo Geld sparen? Mit dem hier. Ich glaube, das hier brauchen wir nicht. Dann sind wir unter dem Budget. So, ihr springt beide. Och, guckt euch dieses Orchester an. Junge, und es funktioniert. Wir sind unterm Budget. Let's go. Geiles Ding. Interessant, wie die anderen das so gebaut haben. Aber egal. Nee. Oh nein. Notfallunterbrechung. Das ist wieder was mit Hydraulik. Die müssen hier beide rüber. Hä? Fahren die denn gleichzeitig? Erstmal eine stinknormale Straße. Bam. Dann, so wie wir es immer machen, wir haben unsere schöne Holzkonstruktion. Meiner Meinung nach richtig. Und wichtig. Ah, wir haben hier unten nichts. Die ist halt auch einfach straight up so lang. Es muss halt irgendwas vermutlich von oben sein. Aber wenn ich hier die Hydraulik hinpacke, die reißt mir die ganze...
Oh ja, okay, das muss auch halten. Sehr gut. Aber den Punkt hatten wir ja schon mal, dass es hier Einstürze gab. Und die konnte man ja relativ gut damit lösen, dass man hier unten ein bisschen was hingesetzt hat. Damit konnte man das... Ich brauche eine stärkere Konstruktion. Ich werde jetzt komplett... Hier. Starke Straße. Ich werde jetzt nicht... Ich habe 55.000. Ich muss nicht mit Holz arbeiten. Ich weiß nicht, warum das hier schief ist, aber ist auch egal. Okay. Würde es auch nicht halten, wenn das hier verbunden wäre? Boah, nee, es ist schon bei 50. Ah, hier unten, hier fehlt eine Strebe. Hier fehlt auch noch die Strebe. Nee, hier war nie eine Strebe. Alter. Yo, yo. Vielleicht ist das auch Müll. Warte mal, wir gucken mal. Wie würde jetzt dieses System hier abschneiden? Und ich würde sogar... ich muss gleich nochmal gucken, dass ich das da anders mache. So, hier. Exzellent. Hier nochmal ein bisschen verstärken. Hier nochmal ein bisschen gerade. Zack. So, du hältst jetzt. Okay, entfernen. Die ist ja relativ lang. Ich glaube, dass ich muss weniger Stahl. Ich muss das vielleicht ein bisschen tiefer, damit da auch nicht so viel Gewicht auf dieser Brücke lastet. Bitte, ich muss hier... Wer hat da gerade gehupt? Bitte ein bisschen hier konzentrieren. Hier wird gebaut. Und hier... Aber jetzt bin ich... Ich bin schon wieder zu... Achso, ich hab... Oh, ich hab das aus Versehen auf ganz langsam gestellt. Ich dachte eben, das hält. Ja. Oh Gott. Wie fest soll ich das denn hier noch machen? Ja. Es hat funktioniert. Es ist jetzt nur auf der anderen Seite exploded. Das bedeutet, ich muss nur das linke System... Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt nochmal nachbauen? Es geht einmal in die Mitte. Dann hier, dann da. Und dann hier? Ja, so. Sieht halt nicht mal ansatzweise so aus, wie das System, was ich da habe. Aber okay. Wir gucken einfach mal, ob das jetzt hier alles so ein bisschen... Das kracht wieder ein. Ja, da ist der Druck hinten ist zu groß. Jetzt bricht dieses andere Ding. Jetzt bricht plötzlich das hier. So, komm. Jetzt kannst du nicht mehr brechen. Fahr einfach darüber. Es hält. Es hält. Let's go. Ja, gut, ja, das Schiff. Ja, das zerberstet hier alles. Junge, zieht euch mal diese Konstruktion am Ende rein. Dass das wirklich funktioniert. So, ja, aber hier, das ist jetzt... Jetzt muss hier nur irgendwie... Muss hier Hydraulik rein. Jetzt. Es klappt. Es klappt. Ja, für die eine Seite. Aber, ja, wenn er jetzt vielleicht sogar sehr schnell fährt, dann könnte er es vielleicht sogar schaffen, darüber zu springen. Wisst ihr, was ich meine? Dass er dann einfach... Okay. Bam. Bitte. Du machst das? Dieses Ende. Junge. Tu es einfach für mich, Brücke. Tu es für deinen alten Kumpel Paletto. Ich bin 5000 drüber, aber das ist mir auch egal. Die Sonne, die kann doch nicht schwerer sein als die Feuerwehr. Sprung! Jawoll! Let's go! Wunderbar! Maximale Belastung. 98,4%. Junge, die bauen da irgendwelche dicken Torbögen. Diagonaler Aufzug? Was? Wie? Hä? Wie Aufzug? Ich check nicht ganz, was die mit Aufzug machen. Oh, ich habe die Straße vergessen. Ja, ist ja nicht so, als würde ich... Alles klar. Junge, ach komm. So. Ich hab's verstanden.
Ich check's. Ich weiß aber nicht, wie das funktionieren soll. Ich muss mit so einer Hydraulik das Ganze so nach oben fahren. Ja, ja, okay. So, so. Warte mal, so lang kann ich maximal eine Hydraulik machen. Und ich glaube, so lang muss die auch sein. Genau, ich baue erstmal die Hydraulik. Batz. So, so hoch kann die Hydraulik maximal sein. Warte mal. Die Brücke bricht jetzt komplett ein. Das ist ja egal. Das ist nicht egal. Brücke? Könntest du vielleicht mal nicht einstürzen? Okay. So. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so, wie es sein soll. Von der Hydraulik her. Meine Idee ist folgendermaßen. Ich setze die Seile hier so hin zur Straße. So, die Straße hält sich so. Und jetzt muss rein theoretisch, müssten die Seile müssten nämlich nicht an diesen Stahlträgern befestigt sein, sondern an der Hydraulik, die dann ausfährt. Und die Seile, ah Mist, ah doch, und die Seile fahren dann ja automatisch mit, wie ein Fahrstuhl. Ja, aber klang doch eigentlich ganz gut, oder nicht? Aber geht das nicht auch so? Ah, nee, warte, einfahren. Ja. Guck mal, ja, jetzt wird... Oh! Ja, hallo! Das ist hier aber mal eine... Der Trick ist natürlich... 50% einfahren, ja, ja. Er springt da nämlich jetzt leicht drauf. Das ist gut. Jetzt fahren wir nämlich loggerfloggig in den ersten Stock. Und jetzt muss er fahren. Ja. Okay. Ich habe aber keine Straße mehr. Wie soll ich denn darüber kommen? Hä? Er muss einfach unfassbar hoch. Ja, natürlich. Er muss einfach darunter fallen. Guck mal hier, Alter. Das schiebt das dann nach drüben. Als ob. Jawohl. Ja. Ey, Leute, das ist es. Warte mal, ich mach den auch auf 50%. Ja. Und jetzt? Ja. Perfekt. Oh ja. Ja. Da kommt er jetzt aber, glaube ich, aber das ist schon mal ein Fortschritt. Mein Gehirn kann irgendwie nicht verstehen, was daran jetzt nicht so richtig ist. So, ich mach das jetzt einfach immer ein bisschen schneller. Ja, okay. Ja, ist wieder beim Anfang, Alter. Ich werde hier so lange mit diesen blöden Werten rumspielen. Bis das hier einfach mal hält. Dann gehen wir auf minus 37. Es hält. Er muss doch... Du musst doch da einfach nur mal drauf fahren. Als ob das dann sogar die Hydraulik, die irgendwann bricht. Minus 21? Na, nee, da entfernen wir uns einfach nur. Minus 25. Bricht auch. Vielleicht so. Du kriegst es echt nicht hin, dass der Kram hier nicht bricht in der Mitte. Das ballert dir hier, egal was man macht. Es wird dir hier... komplett weggeschallert. Selbst mit so einer Konstruktion. Leute. Die Aufnahme liegt jetzt bei circa einer Stunde. Ich gebe mich für heute geschlagen, denn ich wollte jetzt unbedingt noch eine Runde joggen gehen, Leute. Denn ich muss auch ein bisschen fit bleiben. Leute, wenn ihr wisst... Warte mal, ich mache hier nochmal zurück. Wie ich das lösen kann. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde mir selber auch noch Gedanken machen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich wollte heute unbedingt noch eine Runde Sport machen. Und wir haben es jetzt. Da lüge ich euch auch nicht an. 17.46 Uhr. Es wird sonst zu spät. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr weiterhin Lust habt auf Polybridge, lasst gerne ein Like da. Schaut unbedingt bei Mini Paluten vorbei. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.